Ja, es wird mal Zeit für den B2 Superkampf-Druiden und den Maus-Druiden. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Lego Star Wars, die Skywalker Saga. Zusammen mit hier Mr. Maus. Weißt du, wie man also praktisch so eigentlich. Nee, mir fällt kein guter Witz an, ich wollte sagen. Ich kann nicht auf Gong steigen. Wenn man doch. Nee, aber wenn du jetzt. Wenn du mich jetzt praktisch aus dem Spiel kriegst. Kickst. Dann bin ich natürlich der Raus-Druide. Was? Ja, hier, raus aus dir mit dem. Nee, rein mit dir in den hier ins Rennen. Das ist ja ganz aus Druide. Mit dem. Warum muss ich auf so ein Viech reichen und du kannst einfach so? Weil ich nicht kann. Ich kein Körper. Ja, ich konnte auch nicht auf Gronki aufsteigen. Ich will das auch nicht mehr mit dem Druidika machen. Sorry. Aber wo muss ich hin? Ich habe meine Orientierung verloren. Du hast viel zu viel Druidika gespielt die letzte Zeit. Ich habe viel zu wenig Druidika gespielt. Ich bin actually nicht so schnell. Also, so generell, aber nicht mal so aus Druide. Wo muss ich denn jetzt wieder? Ich verliere die ganze Zeit die Orientierung, wo ich hin muss. Weil ich nicht mitbekomme, wo diese dummen Dinger hingehen. Warte, ist eins. Eieieiei. Ja, ich glaube, er stand ziemlich nutzlos. Aua, ich hab Schaden bekommen. Kannst du es noch schaffen? Ganz theoretisch. Ich hab Vertrauen. So. Dann hier hoch. Ja, geht da rüber. Hallo, geht doch da rüber. Weißt du, was ich wäre, wenn ich ungewaschene Haare hätte, irgendwann? Aber nach links oder nach rechts? Scheiße, falsche Richtung. Nein, da! Wenn ich ungewaschene Haare hätte, wäre ich irgendwann der Asteroide. Wie denn jetzt? Wohin? Hä? Ja, ich das war schon. Meine Schlechtwitze. Ich hab verkackt. Ist nicht schlimm. Also eigentlich schon. Weißt du, was wir nochmal machen? Ich hab jetzt gerade vorm letzten abgebrochen, das stimmt. Ja, mach halt. Achso, hallo wieder. Achso, so jetzt. Dankeschön. Soll ich währenddessen einfach was anderes machen? Mach nochmal erneut. Ich möchte jetzt. Ich ratter dir da jetzt mit dem Druidika durch. Okay. Wo war diese warum so dumme Herausforderung? Ja, woanders halt. Haben wir eigentlich noch? Ja, du kannst ruhig was anderes machen, aber ich überlege so, was wir noch haben. Ich rette dir jetzt mit Rüdiger durch. Wir haben gar nicht mehr so viel anderes, oder? So, Stefan, pass auf, das wird jetzt 60 Sekunden Zeit. Hä? Was denn jetzt geschafft? Hä? Wie ich was geschafft habe? Nein, wie hab ich das gerade geschafft? Ich wollte nur raus wieder. Nee, da war er auch schon. Ja, gut, ist aber der letzte Kaiwakestein hier, glaube ich sogar. Ist hier noch ein Charakter? Ja. Oder mach den. Ich glaube, mit dem haben wir schon geredet sogar. Ah, ich schau mal. Weicht ja gleich in den Weg. Du musst dich ganz schnell hin, weil ich bin der Saustruide. Ah, da gibt's keinen Rückstand. Nein, mir gefällt's da gar nicht. So sehr es mir auch kämpft, wie mir gefällt, Alter. Du kannst ja gleich nach Brandenburg. Hier Welt. Warpack mal nicht probieren, ne? Jawohl, Stefan, es ist eine 66 Sekunden Zeit. Alter, hä, wie hast du das jetzt auf einmal geschafft? Ja, Druidika. Achso, ja, logisch. So, was, wenn wir. Oh no. Oh no. Oh no. Wilde Wunschset. Oh no. Eine Talasirene für Milch, Pikubi für Eier und großes kuscheliges Bumper. Fein ordentlich Vorrat und flauschiger Wolle. Alter. Ach, findest du? Meinst du? Abseits des Weges? Nee, glaube ich nicht. Ich würde sagen, es ist noch Landstraße.
Die tanzt sich hier natürlich eine ab, ne? Weil sie weiß, sie muss das nicht machen. So, wo gehen wir jetzt als erstes hin? Was machst du jetzt? Hier ist ein Gerücht drin. Gerücht? Ja, genau, wo ich draufstehe. Soll hier Gerücht sein? Felix, aber hier du, ist nichts. Ja, weiß nicht, was da ist, aber jedenfalls wirst du gleich zum Gericht. Dann bist du ein Schmausdruide. Ha! Ich hab kurz selber überlegt, ja, was kommt denn? Schmausdruide. Das fickst du auch schon so an, eieiei. Ja, what the fuck, hier ist gar nichts, hier ist... Die haben was haben wir jetzt für Nebenaufträge? Muss ich jetzt eigentlich schauen. Nebenaufträge, Kev, Bier, Hoppe, Hoppe, Orb. Ja, Gerücht kaufen. Weiß ich nämlich nicht, wo das ist. Aber weißt du, was du wärst, wenn du vor 250 Jahren geboren wärst? Ein Faustdruide. Faust. Ah, oh, Mann. Ja gut, dann machen wir halt hier den Charakter. Und wenn ich anders heißen würde, wäre ich ein Klaustruide. Oder gern stehlen würde. Ein Klaustruide. Klaustruide. Kannst du jetzt aussuchen, was ich dann wäre. Ja genau, was wollen wir jetzt zuerst machen? Und wenn du ganz schnell bist, bist du ein Saustruide. Den hatte ich doch gehört. Hast du den? Hä? Ja. Echt? Den hatte ich gerade vorher. Scheiße. Den habe ich echt nicht, den hab ich nicht mitgehört. Den habe ich überhört. Schreit, du hast sogar darauf geantwortet. Echt? Ja. Hast du irgendwas anderes gesagt? Nee. Ich weiß nur den Raustruiden, das habe ich doch irgendwie gerade im Kopf gehabt. Der Raustruide. Ja, wenn ich ungewaschenen Kopf habe, bin ich der Laustruide. Hast du das eigentlich? Ja, ich weiß. Du hast da vorher geschrien. Was Dagobah Hoff? Das war's. Ah, nur die beiden. Hä, was musstet machen? Wir müssen jetzt Tiere auf Kefbier ansiedeln. Weil die Ohrbackmilch schmeckt scheiße, Felix. Ja, warum gehen wir da nicht nach Antro? Weil da ist doch Milch von Dings. Ich überlege gerade, ob das Ausrufezeichen verpackt ist. Ja, da müssen wir nämlich hin. Haben wir das? Was läuft, was Ausrufezeichen verpackt? Ah, mei. mein größter Feind ist übrigens der Katzendruide. Weißt du, was du wärst, wenn du Mathematiker wärst? Ein Gaustruide. Alter, die Disco hier. Tanzt gleich die Frösche. Tja, gleich tanzen die Dings hier, die. Wie hießen die jetzt nochmal? Dings Bock hier. Warum ist denn bei dir so Licht aus? Ich höre kurz. Du bist was zur Hölle? Okay. Welchen Auftrag hast du eigentlich gerade an? Wilde nee. Wilde Wünsche heißt er, glaube ich. Bei Kefbier. Ist mein Himmel denn schwarz? Dunkle Seite. Dieser Ort dort von der dunklen Seite ist der erfüllt. Ey, diese Galaxis-Disco ist schon echt, weißt du, ich hab ja, ich meine, du hörst ja sowieso eigentlich nie was, weil du das kann und spielst und ja quasi aus hast. Ja, aber du hörst ein bisschen was. Und ich hab ja an sich immer, ich hab mein Headset auch nicht für den Dings auf voller Lautstärke gemacht, sondern hab's ein bisschen runtergeregelt. Aber selbst da höre ich die halt jetzt richtig krank. Hörst du? Deswegen ach, weißt ach, du nicht. Ach hier, das? Ach das? Ja, hat ja gesagt, das wird jetzt gemolken. Das war's Luke auch. Ah ne, das wird mitgenommen. Okay. Vergiss es. Wie wir sollen hier Tiere ansiedeln und wie wir wissen, pflanzt sich Tiere alleine fort. Ey, warte. Stefan, ganz kurz. Was? Ich hab halt echt nicht geschnallt, dass du das hier neben mir warst. Ich hab gerade runtergeschaut und hab mir einfach gedacht, dass so ein Maustruide da ist. Ich hab halt echt einfach nicht. Ich hab's echt nicht geschnallt, dass du das da gerade warst da unten. Ich dachte so, ich hab den gerade alleine gefunden und du bist gerade irgendwo auf der Suche noch nach einem Ding. Und hast auf meinem Bildschirm gerade gesagt, ach das Ding. Ich hab nicht geschnallt, dass du anwesend warst. Ach geil. So, als nächstes. Ja, darüber hätte ich auch gesagt. Oh Mann, Alter. Wie kann denn der Ort eigentlich Sumpf, Klammern, Drachenschlange heißen? Ich weiß nicht.
Die Musik ist immer im Hyperraum. Okay. Wer fliegt denn da? Keine Ahnung, so eine Sana Prinzessin Leia aus. Ja, aber warum? Der tippt Druide. Komplett ab. Der geht aber richtig ab. Der hat's einfach verstanden. Hey, was? Sollen wir jetzt mit dem Ding reden? Ihr seid auf der Suche nach Piketis, nicht? Nach wem? Na, eigentlich nicht. Sie huschen meistens durch diesen Sumpf. Ja, da hinten Leute, da. Sehen wir schon. Ja, wir müssen schnell sein, um sich zu fangen, aber Stefan. Oh, ist Wasser. Der kriegt das hin. Hallo, lass mich hier durch. Ja, ich bin in der Wichser, das ausdrücken. Oh, oh ja, ist wirklich schnell. Hey! Weißt du, was noch schneller ist? Riediger, aber. Also. Ja, wo ist das Ding? Ja, es ist nicht so groß, das ist ein bisschen. Ich sehe das nicht! Puh, Felix, wir haben es eilig, oder? Eigentlich haben wir es doch eilig. Warum stimmt das nicht? Jetzt. Das ist ja festgesetzt, guck mal. Stunlock. Ich hab's gestunlockt. Na gut, da kann ich wieder mal aus Druide spielen. Passt. Ja, ein Wampa sollte nicht so schwer sein eigentlich. Ja, ein Wampa geht. Du musst nicht nur aufpassen, dass ich mir nicht die Arme ausreiße oder irgendwie sowas. Ich hab keine Arme. Ja eben, hab ich gesagt, deswegen muss ich aufpassen. Achso. Bei dir, du musst aufpassen, dass er nicht auf dich drauf tritt aus Versehen. Weil, ja. Lalalala. Du musst ja sowieso denken, du sinkst ja sowieso schon nochmal so 5 cm im Schnee ein. Also sieht man dich sogar noch weniger. Nicht durch. Eigentlich dürftest du gar nicht fahren, ja. Eigentlich musst du so einen Bohrer vorne dran haben, der dich durchbohrt. Ach du, komm, was ist denn hier los? Alter, die Tauntauns. Junge. Wieso dachte ich denn, die Galaxis Disco ist enttäuscht? Ich glaube, vielleicht das Video, was ich sehe, war eine Kackort, glaube ich. Junge, sau lustig mit den Gongs und Kongbürger, die rum. Ja, alles so lustig. Oh, hier über. Was hier irgendwo soll sein, oder wie? Stimmt? Das war einfach. Ja, Ah. Hallo. Ah, da. Tut mir nicht weh, ich meine, er ist nicht böse. Alter, wieso kannst du jetzt warten? Ich kenne dich. Ach doch, ja, ich kenne dich. Ja. Ich kenne ihn. Er wollte raus. Er war versteckt in der Basis und hat mich nach Hilfe gefragt gehabt. Weil er raus wollte. Aber ey, ja, Kollege, das ist 30 Folgen oder sowas. Das Tor muss doch längst schon mal wieder geöffnet worden sein. Gerade eben haben wir es geöffnet. Warum bist du nicht einfach raus, Kollege? Nee, davor war 30 Tage Stehsturm. 30, ja, okay. Also ein bisschen länger noch, 2 Monate. Ja, genau. Alter, geil. Alter, das Spiel ist ja genial. Der mit seinen Adler umgelotzt. Doch, oh, Mann. Oh nein, ja dann pack auf, wir passen. Ja, ja. Ich meine, es ist vielleicht nicht so kalt wie hier, aber. Ja. Und tarnen kann er sich da auch nicht. Alter, der. Der verzweifelt da. Alter. Oh, ist so schön. Geil. Das ist geil. Also da gehen Props raus an die Spieler. Ja, wirklich. Das ist einfach so verknüpfen. Was? Ja, vor allem, dass wir beide dran hin dazu. Ja, ja. So, das ist ja doch dieser Wampe. Okay. Weil es war damals schon eine beste Idee, über den Wampe rausschleichen zu wollen. Das kommt mir doch mal vor. Hä? Also, wir jetzt genau hier bei der Kantinemusik landen. Ja. Weiß ich schon. Danke, danke. Gerne. Ja. Immer genug, wenn ich eine Rolle habe. Der arme Wampa. Das war jetzt irgendwie haben wir, glaube ich, nicht. Ich glaube auch, also, ganz kurz, Kollege. Ich glaube. Sorry, ich glaube. Guck mal, er ist schon dreckig geworden. Er ist schon dreckig geworden. Er stirbt. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich werde dafür sorgen, dass die Geschöpfe hier ein glückliches Leben haben. Ach so. Das kann gerne da bleiben. Der arme Wampa, Alter. Der wilde Wampa. Was? Das ist großartig hier. Was hat der jetzt noch? Ah, okay. Also dann ist er ja doch zufrieden. Okay. Das ist das Wichtigste. Wie so ein Schaf. Wampa-Scheren. Das ist gerade vor. Gut, dann müssen wir hier aber jetzt durch sein. Aber es steht 67,5%. Was zur Hölle? Was ist das? Ja, im Dorf sind wir, glaube ich, fertig, aber wir haben halt noch das ganze Wrack. Nee, und auch noch zwei Aufträge, genau, stimmt.
Ja, okay, warte mal, hier haben wir noch irgendein Ding noch. Das ist beides Wrack. Das haben wir im Wrack zu, ja, okay. Ja, Dianoga. Die ganzen, ja, hören ab und zum Todesstern. Was war's, Dianoga? War das auch da? Ja, das war zwei Sachen, waren Wrack Todesstern gerade. Ach so. Ja, ich will wieder raus. Also raus. Jetzt genießen wir die Party im Todesstern. Ach Gott. Da kannst du rutschen gehen. Ja, komm, das mach ich jetzt schnell. Bring du uns mal zu Todesstern. Ich hoffe, dass du mich mitnimmst. Ja, sollte ich. Ich komme da nicht hoch, Felix. Dann gehst du wohl doch nicht rutschen. Ja, rutscht durch dich durch. Warte, warte. Ja, ich glaube, ich fürchte, das funktioniert nicht. Außerdem ersaufe ich gerade ein bisschen. Folge dem Fluss. Okay, nee, hier fehlt doch noch ein Charakter. Und ein Charakter. Ja, ja, das aber vielleicht müssen wir dann, wenn wir das. Dann machen wir das. Müssen wir jetzt zuerst Fraktode Sternzeug sammeln. Das passt schon. Ah, ja. Das passt schon. Genau, das Dianoga-Dings da, das war im Todesstern. Hätten wir das sonst freigeschaltet, das habe ich gekauft, das Gerücht tatsächlich. Mhm. Und genau, das andere ist, bringt, glaube ich, Charakter und Kaiberkristall. Müsste alles passen. Sag mal, warum das ist eigentlich so ein Wellengang hier? Ja, so halt. Ja, aber was ist denn das? Also, guck da, hallo, wo willst du hin? Falsche Richtung. Sagen, legst du das? Nee. Nee, oder? Oh, doch, ich lenke es. Wann kannst du es linken? Vielleicht muss ich es linken. Ja, ja, linken wir so Richtung Todesstern. Willkommen beim Wrack des zweiten Todessterns. Ah. Wollt ihr hier Schrott sammeln? Was auch sonst. Will auch mal sagen. Also eigentlich will ich hier nochmal so ein Sifting finden, damit ich nochmal nach einem neuen Planeten suchen kann. Ah, logisch. Ja, jetzt geht's los. Ich bin schon am ersten Kabelgestein vorbeigedüst. Ja, ich habe aber auch. Nee, eigentlich wollte ich die Teile für ein Ding sammeln. Für den Nebenauftrag. Aber den muss ich natürlich erst auswählen. Da, den wollte ich markieren. So. Aber auch da bin ich schon an was vorbei, offenbar. Ja, okay, so ein Kabelgestein hier. Ja, passt schon. Ach doch, aber was. So immer. An diesen Kisten oder wie? Hey, check's nicht so ganz, aber ist egal. Jawohl. Lass mich runtergeschubst. Danke. Ich musste dahin, weil da war ein Kabelgestein, den ich kriegen musste. Ja, ich weiß, aber. Da war das Teil übrigens. Da war das. Das hast du gerade eingesammelt. Wenn man sich hören. Ah, hier ist der andere Auftrag. Dieses Wrack zu plündern war früher ein so friedlicher Zeitvertreib. Zumindest bis dieses mysteriöse, einäugige Monster anfing, alle anzugreifen, die es betreten. Manche nennen es die Anoga. Die Anoga. Ah. Wo ist das denn alles da oben? Da an der Ebene. Ah. Muss hier gar nichts. Ja, mach ich das. Oh, ich brauch einen Charakter, der klettern kann. Das ist hier gar nicht gut. Wollen wir mal Säuberung betreiben? Mit dem Druidiker einfach mal die ganzen Anogen, wenn es mehrere sind, einmal kurz wegrasieren. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, wie viel es sind. Warte, haben wir zwei verschiedene Aufträge gleich? Oder ich glaub, möchte den. Oder haust du mir meinen gleich weg? Nein, ich mach's nur für mich. Ah. Nimm dir die Anoga vor, dann würde ich sagen, nehme ich mir die Anoga vor. Ja, das machst du. Und zwar mit einem gewissen Zerstörer-Druiden. Siehst du die Anspielung, weil es ein Zerstörer-Druide auch ist als Name? Ja, ich weiß. Hab ich verstanden, Felix. Ich hab's damals mal gesehen, ja. Ach, echt? So, also ein, zwei Mal. Schau dir am besten den Ort an, wo sie zuletzt gesichtet wurde. Gleich da drüben. Ja, das brauch ich. Autsch. Ah, Leute. Ich bin ins Wasser gefallen, tut mir leid. Das sollte auch leid tun.
Wo ist das? Wo muss ich denn hin für diese Charaktere? Bum 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 bum. Da oben, okay. Die ist riesig. Wie mache ich diesem dummen viel Schaden? Das meinte ich, mache ja super wenig Schaden an der. Ja, es soll auch ein Bossfight sein. Ja, die hat drei Lebensanzeigen und ich mache mit einem Ding mache ich so zwei Schaden. Was muss ich denn für die anderen hin? Huch! Dahinter muss ich das. Ach, die hat einen Silberhelm. Warte mal. Was? Jetzt? Hinterher hat einen silbernen Helm auf. Ja, komisch. Granate werfen, da. Verstehe. Boom. Ja, das mal jetzt Schaden. Auf einmal. Du hast einfach zu spät gelernt, Schaden zu machen. Ja, komm. Was machst du denn so schlapp, Kollege? Und die auch wieder raus? Oh, tatsächlich. Wow. Alter, ist das nervig, weißt du was? Jetzt kommt einfach, jetzt kommt der Zucker und schnetzelt die einfach tot. Oh. Was ist denn das jetzt? Hey, jetzt brauche ich Boba. Oh lol! Boba kann einfach durch die Dinger durchschauen. Wo die. Also, guck dir so. Mit einfach Infrarot. Alter! Guck mal, ich habe mit Boba einfach hier. Hey, hier ja, genau. Das haben wir bei Kopfgeld-Ding gekauft. Was? Also, hab ich. Dass du durch Wände oder durch Hindernisse Beute erspähen kannst, ja. Aha. Der Felix hat nicht mitbekommen. Nee, wann denn? Weiß ich nicht. Durch halt. So, warte mal, was? Hier irgendwo? Das da, oder was? Ich weiß es ja nicht. So. Ah ja, hier. Ist ja sogar echt praktisch, Stefan. Ja. Ich weiß doch, was ich tue. Also eigentlich nicht, aber. Tun wir mal so. So, jetzt ist tot, komm! Du bist tot, oder? Er hat doch noch einen Lebensbalken, dachte ich. Kompletten. Nee. Sieg! Komm zurück! Oh. Das war heftig, was? Und ich spreche nur als Zuschauer. Für dich war es bestimmt sehr anstrengend. Aber jetzt ja, es war super anstrengend. Was hier irgendwo? Ja, glaube ich auch. Muss ich den hier kaputt machen? Die Kisten. Stefan, du willst jetzt gerade nicht sagen, dass du es geschafft hast, während ich diese ewig lang gekämpft habe, genau ein einziges weiteres Schrottteil zu bekommen? Ich habe auch einen Kabelkriffstein geholt. Aber nur ein einziges weiteres Schrottteil? Weißt du, wie blöd das hier verteilt ist? Wenn ich nicht einfach 100.000 Sachen nehmen könnte, nö. Ist hier auf 5 verschiedene Ebenen hoch. Einmal nicht so. Doch, so genau so bin ich jetzt. Ja, das sehe ich schon. Die wichtige Frage ist, wo zur Hölle? Geht's ja eigentlich weiter, wo ich bin? Hier. Gar nicht. Gar nicht. Verarschen. Muss ich hier wieder zurück und hier ging's hier irgendwo hoch? Bin ich. Ach so. Runter. Ach so. Ach so. Ach so. Stefan. Was? Ja, hier muss man hoch. Ja, ach nee. Was ist nochmal mein Erzfeind? Schaffen wir mal. Oh, oh. Kann ich nicht einfach cheaten? Nee. Also vielleicht. Jawohl.
So, du sammelst mal deinen Schrott weiter. Hab ich vor. Wie soll ich denn? Egal. Wenn ihr jetzt so wisst, wo ich gerade war. Ich mach Kalbergestein. Ja, eigentlich ist ja für so einen Adeligen wie Count Dooku ist ja auch eine lächerliche Aufgabe so. Schrott zu sammeln? Ja, also. Ja, warum hast du denn ausgewählt? Ja, weiß ich auch nicht. Schon, schon blöd von dir, ne? Ja, eigentlich wirklich. Hey, wait. Was soll der hier sein? Ach, Mann, ist er oder wie? Sollte ja, jetzt kommen wir wieder weg. Wow. Hallo, komm wieder raus. Okay. Nicht schon Bereich, ja. Und da hinten ist es, glaube ich. Perfekt. Irgendwas war das. Irgendwie war das die falsche Seite, wo ich hin musste. Ich muss. So, ich hab die Schrottteile. Aber da komm ich auch so rüber, oder? Ja. Aber muss ich da. Ja, nee, da komm ich schon hin. Keine Sorge. Ich kann hier einfach so rumgehen. Gut, jetzt haben wir wieder einen total schweren Kabelkristall. Ja, jetzt brauche ich wieder. Ich brauche Kisten, Stefan. Du brauchst schwere Kisten. Ach so, ach da. Ja, oh, lalala. Da warte unten mal. Waren Kisten auf jeden Fall, aber. Da zum Beispiel. Ja, warte mal, das kriegen wir jetzt irgendwie hin. Und zerstöre ich denn alles? So, guck mal, wir brauchen ja nur zwei Kisten, weil wir sind ja zu zweit hier, also. Ah. Wo ist ein Knopf? Weg. Okay. Ah, hier ist eine Kiste. Ja, halt, stell dich auf den anderen einfach drauf jetzt. Das Kabel, also, was fehlt noch, stell dich. Da am Dings. Bin blind, ja, da. Da, wo kein Strom durchfließt. Warum wollt ihr denn auf einmal rennen? Ich hab gar nicht rennen gedrückt. Uiuiui. So, Brillanz belohnt. Ganz toll. Okay. Okay, und dann habe ich ja raus. Eigentlich irgendeinen anderen noch. Da, nach ganz oben muss ich jetzt noch. Was nicht, ich muss runter. Wo musst du hin? Ich muss nach ganz oben. Sehr schön. Du musst runter. Also ich muss nach ganz, ganz oben. Muss ich runter? Hallo? Dies müsste sich meinem Willen beugen. Ja, das glaube ich auch, aber. So. Hier ist eine Kiste. Oh, ist warum? Die Dinger raus oder muss ich hier erst das Terminal bedienen? Na gut, dann hole ich halt die Kiste. Wow. So, jetzt müssten diese Dinge an sein, ne? Ja. Ah, hier ist er. Ah, Hilfe, hey! Hier was? What the fuck, Stefan? Was du denn? Was war das jetzt für ein? Ich hab mich auf einen Stuhl gesetzt. Oder wollte draufspringen. Bin draufgesprungen und der hat mich so weggeschallert. Der ist weggefahren mit mir einfach. Ja, was setzt du dich auf herrenlose Stühle, die nicht. Ja, aber hä, was soll denn das? Ich bin wieder ganz runtergefallen. Warst du ein bisschen zu respektlos, Felix? Ja, das ist frech. Ja, von dir, sag ich ja die ganze Zeit. Nein, nicht von mir. Vom Stuhl. Du hast dem Stuhl nicht den nötigen Respekt. Ja, wieso komme ich denn hier eigentlich nicht durch? Was für genügend Respekt. Wie. Och man, jetzt sind die Dinger weggegangen. Setz du dich doch mal auf den Stuhl drauf. Hä? Nein. Doch, mach doch! Ja, nee. Der wird dich auch nicht mögen. Ja, dafür bin ich überzeugt. Aber jetzt, hier. Mein Gott. Haben wir irgendwo ein Protokoll drin rumliegen? Nee, das einzige, was wir nicht rumliegen haben. Ja. Was du nicht rumliegen hast, ich wahrscheinlich schon. Glaube ich eigentlich nicht. Guck mal, wen ich da habe bei mir. Ja, weil ich ihn gerade ausgewählt habe. Nee, das ist meiner. Weil ich ihn gerade ausgewählt habe. Das ist meiner. Weil ich ihn gerade ausgewählt habe. Das ist meiner. Ich glaube, weil ich ihn gerade ausgewählt habe. Nein. Das ist meiner, wir haben unterschiedliche Dinger. Ich glaube, ich habe ihn gerade ausgewählt. Nein, Stefan, guck mal.
Hast du etwa diese Typen hier in deiner Liste drin? Ja. Nein, hast du nicht. Soll ich dir zeigen? Ich ja, zeig, komm, zeig mir. Direkt jetzt, ohne irgendwas umzustellen. Das könnte ein bisschen dauern. Ja, wo ist denn die Tür jetzt? Hier. Ja, du brauchst ein zweites Teil halt vielleicht noch, ne? Nein, wo hole ich den? Man muss mit dem jetzt auch noch durch. Ah Gott. Die ist relativ schnell. Eieiei, das Jump'n'Run hätte ich mal dich machen lassen sollen, ne? Ich kann hier sicherlich behilflich sein. Oder Stefan? Was? Das Jump'n'Run, das wäre was für dich mal wieder gewesen hier. Jetzt geht die Schatztür auf. Wow. Ist geschafft. So, wo ist jetzt dieser Kackstuhl, der mich weggemalt hat? Wofür war das jetzt eigentlich? Mausdröde. Hm. Da. Was ist hier hinten noch? Links. Aber es ist eigentlich schon wieder Uhrzeit. Ja, ist es eigentlich auch schon wieder. Ich will noch kurz zu dem einen Kalbergestein gehen. Fall ich denn hier direkt runter? Hm, hier brauche ich ein Passwort. Naja, dann machen wir das in der nächsten Folge. Ja, dann hänge ich hier zum Schluss ein bisschen noch. Dann würde ich sagen, möge die Macht mit euch sein. Oh, servus. Ciao.